Während andere Party machen, Samstagabend, Freunde, bin ich hier und habe gerade einen neuen Channel-Trailer für meinen YouTube-Channel gemacht. Und ich hatte heute diese Idee, die fand ich so cool. Jetzt habe ich sie realisiert und es ist Samstagabend und zwar 9 Uhr. So einfach ist das. Wieso gehe ich nicht weg? Wieso habe ich keinen Bock auf Ausgang? Was sagen wir hier so in der Schweiz, sagen wir das Ausgang. Wieso habe ich keinen Bock darauf? Weil ich einfach Gas geben möchte. Schau, die Zeit, die uns bleibt, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Dieses Jahr werde ich 34. Ich kann mich noch erinnern, wie ich gesagt habe, wow, wow, über 30, das ist ja uralt. Wenn du 18 bist, denkst du, wow, hey, 30 Jahre, du bist ein Opa. Jetzt ist es soweit, im Mai dieses Jahr. Ich bin 34 Jahre alt und ich bin sehr, sehr dankbar, wohin mich diese Reise bereits jetzt geführt hat. Aber du wirst es sehen, das geht so schnell. Bra, bra. Und du bist 30, 40, 50. Jetzt bist du 15, dann bist du 20, 30, 40, 50. Es geht so schnell. Nutze jeden einzelnen Moment. Nutze die Zeit. Nutze es einfach. Weil wenn du die Zeit nicht nutzt, es kommt direkt von Gary Vee. Das liebe ich. Nicht nur Gary Vee, und ich sage das 100 Mal, nicht nur Gary Vee, auch Jeff Bezos sagt das. Du möchtest dein Bedauerungspotenzial reduzieren, so sagt es Jeff Bezos. Und Gary Vee sagt, ich habe mal ein Altersheim besucht und einfach die ganzen Gesichter gesehen von den Menschen, die ihre Chancen im Leben nicht genutzt haben und es jetzt bedauern. Deshalb bin ich hier um 9 Uhr, Samstagabend, weil ich einfach Gas geben möchte, weil ich mein Zeugs verbessern möchte, weil ich daran arbeite, weil ich meinen YouTube-Channel verbessern möchte, weil ich meine Videos verbessern möchte, weil ich noch Arbeit sehe, die ich gerne mache, weil ich liebe das hier. Ich liebe das hier und weißt du, was das Beste daran ist? Ich muss dir nichts verkaufen. Und darum habe ich auch diesen neuen Channel-Trailer gemacht, weil ich dir nichts verkaufen möchte. Für was denn? Für was? Was muss ich dir denn für ein Programm geben? Was soll ich dir denn? Das habe ich früher gemacht. Ich habe auch früher diese ganzen Titel genutzt, diese ganzen Ausbildungen, dieses ganze, ja, ich bin dies und das und so und bla und war dort und das. Bringt doch alles nichts. Was für Mehrwert bietet dir das denn, wenn ich dir sage, was ich alles gemacht habe? Das bringt dir doch gar nichts. Das bringt dir nichts. Null und nichts. Mit meinem Titel oder mit irgendeinem Titel kannst du sowieso nichts kaufen. Es gibt so viele Personen, so viele Menschen, die eine riesen Ausbildung haben und dann noch einen riesen Abschluss, Universitätsabschluss und die arbeiten jetzt irgendwo an der Theke, weil die sagen, ich habe nichts gefunden und ich habe keinen Bock. Hier ist es drin. Und das Geld folgt deiner Leidenschaft. Deshalb bin ich hier. Ich bin nicht hier wegen dem Geld, versteht es nicht falsch. Ich bin nicht hier wegen dem Geld. Ich bin hier, weil ich das einfach liebe. Und weil dieser YouTube-Channel so eine krasse Passion von mir geworden ist. Schau, ich habe, du müsstest das mal sehen. Mit den Subscribers. Dann habe ich mal 200 gehabt, dann habe ich mal 100 gehabt, die ersten 100 geknackt, dann 200 geknackt, jetzt bin ich bei 286. Vielleicht, aber ich sag dir, ich sag's dir jetzt gleich. Dann geht es nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Und ich weiß, dass man nicht auf diese Subscriberzahl so fest achten soll, auch nicht auf die Klicks oder Views, weil es kommt auf die Qualität der Views davon, das stimmt. Aber trotzdem macht man das irgendwie. Aber ich habe noch ein Foto gepostet auf Instagram und habe gesagt, I'd rather get one love than 1000 likes. Es ist mir doch egal, diese ganzen Likes und diese ganze Instagram-Kacke. Sorry, wenn ich jetzt dieses Wort nutze. Ich nutze Social Media auf jeden Fall, aber da werden dir Dinge vorgespielt, da werden Sachen vorgespielt, die ganzen Filter. Es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die mittlerweile gerne einen Filter über das ganze Leben, das sie haben, ziehen würden. Einfach, dass sie sich nicht mehr schämen müssen für das Leben, das sie eigentlich in der Realität haben, aber online so aussehen, als ob sie King und Queen sind. Okay, als ob sie es drauf haben, jo. Soll jetzt kein Rant sein. Was ich einfach dir sagen möchte, ist Work Ethic, Arbeitsmentalität. Ich bin hier, weil ich es liebe. Ich atme das hier drin. Und deshalb liebe ich auch meinen YouTube-Channel, diese ganze Arbeit. Und ich habe mein Ziel gesetzt. Ich traue mich vielleicht noch nicht richtig, dieses Ziel jetzt zu formulieren. Aber ich habe mein Ziel gesetzt und dorthin wird es gehen. Soll es gehen mit meinem YouTube-Channel, weil ich einfach die Passion und mein Herzblut investiere. Und die Passion und Herzblut, meine Passion und mein Herzblut habe ich auch hier investiert. Und schau, was ich ein bisschen jetzt herauskristallisiert hat. Eigentlich, was du jetzt siehst, ist, du siehst die Manifestation meines Glaubens, meines Traums. Das siehst du hier. Hier, ich stehe jetzt hier drin.
Und früher musste ich einfach immer erklären, ja, ich möchte mal, ich habe mal ein Ziel, bla 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 bla. Und so glaube ich auch, dass es mit meinem YouTube-Channel kommen wird, weil ich habe ein inneres Auge. Ich sehe, wohin das gehen wird. Ich sehe, wohin es gehen muss, weil ich einfach, das muss alles, was ich hier drin habe, das muss hier raus. Weil das Einzige, was ich tun möchte, ist dir helfen. Ich glaub mir das. Ich weiß, das klingt jetzt so, ja, und jetzt kommt gleich dein Online-Programm. Nein, gibt's nicht. Ich verkaufe dir gar nichts. Ich verkaufe dir nichts. Null und gar nichts. Wenn du dich wirklich über mich ein bisschen oder über Lebe Stark ein bisschen mehr interessieren möchtest oder mehr herausfinden möchtest, dann gehst du auf Google und klickst Lebe Stark und dann siehst du schon, was Sache ist. Aber ich muss dir nichts verkaufen. Ich möchte nichts verkaufen. Ich möchte dir einfach nur sagen, nutze dein Talent, nutze die Zeit und vermindere dein Bedauerungspotenzial, wenn du 70 oder 80 bist. Ich schaue meinen Baba an. Mein Baba ist bald 80 Jahre alt und er bereut nichts in seinem Leben. Er hat alles immer von Herzen gemacht und er hat uns Kinder, so voll mit Selbstvertrauen und Liebe vollgestopft, dass wir gar nicht anders können, als das Ganze weitergeben. Und dasselbe gilt für meine Mama. Und ich möchte irgendwo durch auch meine Eltern stolz machen. Deshalb mache ich das hier auch. Aber ich möchte auch dir helfen. Weil zu oft, ich habe heute noch ein kleines Video gesehen über Ritalin und ADHS und diesen ganzen Quatsch, diesen Müll. Ist mir ganz egal, wer dir irgendwie hier dazu steht. Schau, als Kind war ich ein Wirbelwind. Ich war jemand, immer so. Ich war jemand, der hat richtig Probleme verursacht. Ich war jemand, der hat seine Mama zum Weinen gebracht. Glaubst du mir das? Das war ich wirklich. Ich war jemand, der hat meine Eltern mussten sich so viel Sorgen um mich machen, weil ich einfach so ein Trottel war. Und jetzt bin ich hier. Und vielleicht ist es das nicht die Welt, das muss auch nicht die Oscars sein. Diesen Müll möchte ich sowieso nicht sehen, diesen ganzen Hollywood-Quatsch möchte ich sowieso nicht hin. Ich möchte mein Baby aufbauen. Das, was hier drin ist, muss raus. Und das, was hier drin ist und rausgekommen ist, hat sich hier jetzt manifestiert. Und ich war ein Problemfall, wirklich. Und stehe jetzt hier und es geht mir gut. Und ich kann ein bisschen auf meine Eltern jetzt aufpassen. Ich kann ihnen etwas zurückgeben, weil ich es einfach möchte. Und du begegnest wahrscheinlich in deinem Leben so viel Negativität, dass es dich fast auseinanderreißt. Dass dir alle sagen, was du nicht kannst und dass niemand stolz auf dich ist und du ein Trottel bist, ein Idiot bist. Und dann noch diese ganze Musik, die wir hören, die uns einfach nur noch krank macht und immer alles ist beschissen, alles ist scheiße und die Welt ist... Ich kann das nicht mehr hören. Du benötigst jemanden, der mal auch Liebe und gute Worte in dein Leben spricht und deshalb mache ich das hier, weil ich hatte das auch, als ich im tiefen Punkt war, hatte ich auch Menschen, die mich wieder herausgezogen haben und auch wenn es um das Thema Fitness geht, ich liebe es einfach, ich rede gern darüber, aber ich liebe es auch gerne, Menschen zu pushen und zu motivieren, um aus ihrem Loch rauszukommen. Deshalb bin ich hier um 9 Uhr und mache das hier. Habe jetzt hier mein YouTube-Video habe es hier gefilmt natürlich, habe es hier hinten jetzt geschnitten und jetzt mache ich nochmal ein YouTube-Video. Weil ich es einfach liebe. Und das, was hier drin ist, raus muss. That's what it is. Okay? Abonniert den Channel, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch wirklich etwas bringt. Ansonsten müsst ihr gar nichts machen. Okay? Genießt den Tag, Abend oder was es auch ist. Wir sehen uns. Peace out.